Digitalisierung. Ich habe das Gefühl, wir müssen uns diesem Begriff einmal widmen. Es läuft so viel heute unter dem Schlagwort Digitalisierung, dass man inzwischen stecken geblieben ist bei diesem Begriff an sich. Meint damit ist Internet, Ausrüstung in Schulen mit Tablets gemeint. Das kann es nicht sein. Wir stecken fest damit, was wir mit diesem Begriff überhaupt anfangen sollen. Versuchen wir immer zu klären und dann meiner Meinung nach den Übergang zu schaffen, was ist eigentlich mit dem Begriff wirklich gemeint. Was heißt Digitalisierung? Was ist das überhaupt? Im Grunde ist das ganz einfach. Das ist Technologie. Das ist der Übergang des Analogen in das Digitale. Wenn man so möchte, ich habe das hier mal genannt. Das ist die Überführung des Analogen in die Digitalwelt, um die Vorteile der Programmsteuerung zu nutzen. Was brauchen wir so alles dafür? Wir brauchen Sensorik, wir brauchen Sensoren. Das tun zum Teil unsere Mobilfunkgeräte. Die haben schon alles integriert. Wir brauchen Aktuatorik, um etwas zu bewirken in der realen Welt, zum Beispiel mit einem Roboterarm, mit einem Display, was uns was anzeigt, einem Lichtchen, was leuchtet, einem Spracheinausgabe. Wir brauchen die Speicherung, wir brauchen die Verteilung, wir brauchen Verfügbarmachung und vor allen Dingen ganz wichtig, die Computerisierung, die mit der Digitalisierung einhergeht, die macht das Ganze programmierbar. Ich nenne das mal programmsteuerbar. Programmierung, Programmsteuerung. Und dass wir dazu solche Dinge nutzen, wie auch Verfügbarmachung, Verteilung des Internet, Cloud-Dienste, künstliche Intelligenz, Big Data, das sind alles nur Technologien. Digitalisierung ist also als Begriff relativ untauglich, um damit ein Konzept freizusetzen, eine Vision freizusetzen. Es ist nicht anders, als wie wenn ich sagen würde, ich baue Straßen und dann... Was mache ich mit dieser Straße? Setze ich auf diese Straße einen Zug, wird der Zug mir relativ schnell mit seinen Rädern die Straße völlig kaputt machen. Setze ich da einen Panzer drauf, ähnlicher Effekt. Ich brauche andere Straßen, wenn ich mit Rädern die Straße befahre. Ich brauche andere Straßen, wenn ich mit Autos, mit Automobilen darauf gehe. Wenn sie autonom steuerbar sind, brauche ich mir keine Ampel mehr. Also dieses Thema Digitalisierung, Infrastruktur bringt uns nicht viel weiter. Dass wir alles technisieren, computerisieren, das ist Digitalisierung. Ich nehme ein Beispiel, damit wir uns dem Begriff etwas nähern können, was ich die Tage selber erlebt habe, was ich dann getwittert habe. Ich gehe zur Bank, habe Euros, möchte die gerne in britische Pfund wechseln. Ich gehe zur ersten Bank, das war in dem Fall hier in Gießen die Commerzbank. Die fragte gleich, sind Sie Kunde? Nein, also dann geht das nicht. Sie brauchen ein Konto bei uns. Das gleiche bei der Deutschen Bank, sind Sie Kunde? Nein, dann geht das bei uns nicht. Da habe ich das getwittert und was ich in kurzer Zeit bekomme, weil ich die beiden Banken erwähnt habe, ich bekomme über soziale Medien eine Antwort. Man könnte ja jetzt meinen, die Bank hat sich digitalisiert, sie ist in sozialen Medien vertretbar. Was bekomme ich da? Ich bekomme eine Antwort, dass es in der Tat nicht geht. Nett formuliert, in dem einen Fall weniger freundlich in dem anderen Fall oder weniger geschmeidig in dem anderen Fall. Es wird nur dazu genutzt, damit der Status quo erhalten bleibt. Ich glaube, was mit Digitalisierung gemeint ist, das ist der Moment, wo ich da in der Bank stehe, ich habe meine Euros, ich habe auch einen Personalausweis, um mich auszuweisen, falls das Geldwäschegesetz das Problem an der Stelle ist. Und ich möchte gerne eine Lösung, hier, jetzt, sofort. Dazu ist die Bank in dem Augenblick noch nicht bereit. Sie ist bei aller Digitaltechnik, die sie nutzt, um ihre Geschäftsprozesse abzubilden, um ihre Buchhaltung zu führen, um Konten zu verwalten, nicht in der Lage, in dem Augenblick auf mich zu reagieren, einen Kundenwunsch wahrzunehmen und ihn unmittelbar umzusetzen. Dass ich einfach meine Euros gebe und britische Pfund, obwohl die im Tresor da hinten liegen. Digitalisierung wäre für mich jetzt in dem Augenblick mehr der Punkt, es geht um Agilität, es geht um Flexibilität, es geht um die Bereitschaft, auf mich als Kunde in dem Moment einzugehen, wo ich mit einem Problem komme, auch wenn ich jetzt nicht Kunde bin. Das sollte nicht der entscheidende Punkt sein. Ich werde vielleicht Kunde, wenn ich da gut behandelt werde. Es geht aber mehr darum, sind die Strukturen da, die willens sind, mit mir etwas zu bearbeiten, zu lösen. Dann bin ich sogar bereit, Zeit zu investieren, zu warten. Hauptsache, das Problem wird für mich gelöst. Ich glaube also, da liegt der Punkt. Was wir dauernd mit Digitalisierung meinen, ist, dass wir Geschäftsprozesse ganz schnell anpassen können, dass wir nicht starre Strukturen haben.
dass wir aufeinander eingehen können, dass wir neuartige Probleme formulieren können, einbringen können und wir werden damit nicht alleingelassen. Wir bekommen die Erklärung, warum das nicht geht. Nein, das Bedürfnis, der Wunsch, die Dienstleistung, die ich haben möchte, ist anders, um sich zu ändern, um anzupassen. Und da ist, glaube ich, der Punkt. Dafür wird die Erwartung hochgehalten, dass Digitalisierung, das, was ich eben nannte, die Computerisierung, die Programmsteuerung, dass die nutzbar gemacht wird, um mir diese Möglichkeiten zu geben, dass ich also im Computer etwas eingeben kann bei der Bank, dass das Kundenbedürfnis gestillt werden kann, nicht die Begründung, das geht gar nicht erfüllbar. Also es geht um Agilität, um Flexibilität, Bedürfnisorientierung, Lösungsorientierung, was natürlich auch beinhaltet, dass wir eine Fehlerkultur brauchen. Ohne Fehlerkultur, dass ein Bankmitarbeiter, der mein Anliegen versucht zu lösen, mir die britischen Pfund auszuhändigen, danach nicht ein Problem bekommt, sondern dass es toleriert wird, dass vielleicht unglücklich gelöst war, aber mit dem Augenblick sich auch darum Gedanken gemacht wird, wie können wir dieses Problem auch anderen Kunden ermöglichen, mit seinem Anliegen zu uns zu kommen. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Ich glaube, mit Digitalisierung meinen wir eigentlich eine Digitalität, Flexibilität, auch Innovativität und zusammen mit einer Fehlerkultur. Und gleichzeitig bemühen wir jetzt Digitalisierung als Mechanismus, als Infrastruktur dafür. Und jetzt passiert was Interessantes. Programmsteuerung meint, dass wir Programme schreiben, Apps entwickeln, Webseiten erstellen, Geschäftsabläufe, Businessprozesse abbilden in Maschinen. Und in dem Augenblick werden wir wieder intolerant gegenüber diesen Wünschen, Agilität und Fehlerkultur. Wenn ein Unternehmen seine Prozesse erst einmal sehr aufwendig in einem IT-System abgebildet hat, was dann? In dem Augenblick wird es wieder starr und nicht flexibel. Wenn ich Programme geschrieben habe, dann ist das ein relativ aufwendiger Prozess. Allein den Punkt, dass ein Kunde feststellt, da ist ein Bug in dem Programm, diesen Fehler zu beheben, ist ein Riesenaufriss, den man dahinter setzen muss, um das Problem am Schluss zu lösen. Die Fabrik 19 zum Beispiel, Sven Herrchenhain von der Fabrik 19, der dort Geschäftsführer ist, mit dem ich den Webmontag in Gießen zusammen mache, die haben so einen schönen Spruch, Same Day Delivery of Native Apps. Was sich dahinter eigentlich verbirgt, ist genau das, Digitalisierung und Agilität und Fehlerkultur. Das hat die Firma so wenig erreicht, sie strebt danach, wie es viele anderen auch haben, aber der Spirit dahinter ist mir wichtig. Man braucht neue Methoden in der Programmgestaltung, in der Organisation, nicht nur bei der Digitalisierung, der Erstellung dieser Welten, sondern auch in der Anwendung dieser Welten. Same Day Delivery oder ich kümmere mich jetzt um dich, kann diese Technik nutzen, die genauso flexibel ist wie ich in dem Anliegen, das du zu mir trägst. Das ist dieser Zielkonflikt, den ich hier erwähnt habe. Das sind meine Gedanken zum Thema Digitalisierung und was ich glaube, was wirklich dahinter steckt. Gerne in den Kommentaren mitdiskutieren, ob ihr das auch so seht. Ich bin gespannt auf eure Reaktionen.